Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Video von GarnierenTV, alles über Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und wie ihr sehen könnt, die nächsten Tüten hängen drin, bedeutet, wir lassen die nächsten Tiere einziehen. Heute komplett Neocaridina-Arten. Alles und mehr nach dem Intro. Im letzten Video haben wir ja die ersten White Pearl Garnelen einziehen lassen, die sich prächtig die ganze Zeit häuten. Ebenso auch in dem Nebenregal, wo wir ja die Caridina-Arten drin haben, haben wir die Red B Garnelen eingesetzt, denen es wunderbar geht. Und heute möchten wir weitere Garnelen einsetzen. Und ihr seht schon, ich habe schon die Beutel reingehängt. Ich habe schon im letzten Video erklärt, dadurch, dass die ja hier bei mir untereinander umziehen und so weiter, mache ich mit den Beuteln einen Temperaturangleich und dementsprechend werde ich hier auch wieder die Beutel einfach nur reinhängen und Wasser hinzufügen. Gibt verschiedene Methoden, wie man Garnelen angewöhnen kann. Habe ich aber auch schon zwei Videos zu gemacht. Verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal oben in der Videobeschreibung. Ja, was habe ich für schöne Tiere hier? Ich habe hier natürlich Bloody Mary habe ich auch hier. Die sind hier. Aber hier habe ich erstmal Blue Dream Garnelen insgesamt 100 Stück. Dann habe ich hier die schönen Blue Jelly Garnelen 50 Stück. Bloody Mary, wie ich gerade schon sagte, habe ich hier nochmal 100 Stück. Dann habe ich hier Green Jade Garnelen, die leider ein paar Ausfälle drin sind. Da muss ich nochmal gucken, wieso, weshalb, warum. Und hier oben sollten ja eigentlich Willy Garnelen einziehen, habe mich jetzt aber doch für Red Fire Sakura entschieden. Hier oben sind ja bereits schon White Pearl Garnelen drin. Ansonsten gibt es nichts weiteres Neues. Das ganze Salz hat sich aufgelöst, wie ihr überall seht. Wir haben keinerlei weitere Probleme entdecken können. Und dementsprechend werden die Tiere jetzt dementsprechend an das Wasser angeglichen. Natürlich vorher immer mal wieder den Leitwert überprüfen, ob der noch bei 450 ist. Das sollte man auf jeden Fall tun. Das habe ich eben bereits schon getan und dementsprechend kann es jetzt losgehen. Wir haben die Tiere gerade wieder angewöhnt. Ich hole wieder, wie beim letzten Video auch, ich verlinke euch übrigens das letzte Video auch nochmal, falls du es noch nicht gesehen hast, ziehst du auf jeden Fall mal rein, mein Leitwertmessgerät, womit ich halt wiederum wieder den gelösten Mineralien messen kann und tue das hier in dem Beutelchen. Hier haben wir 450, ganz genau. Und hier dementsprechend auch meine 450, heißt, die können super reingesetzt werden. Hier haben wir 468 und im Aquarium 463. Passt also auch im zweiten Beutel genauso. Gucken wir mal hier oben bei den Blue Jelly Garnelen. 441 im Beutel und 440 im Aquarium. Vollkommen in Ordnung. Wir wollen ja so ungefähr 450 immer anstreben. 425 im Beutel und 425 im Aquarium, auch in dem anderen Beutel genau 425. Und dann schaue ich noch mal ganz oben bei den Red Fire Sakuras 425 und ja, 479. Okay, das bedeutet für mich, ich kann die Tiere auf jeden Fall einsetzen. Hier oben mache ich noch mal einen Schluck Wasser rein. Hier habe ich das nämlich vorhin einmal vergessen.
Zack, kommt da nochmal mit rein. Und dann setzen wir die Tiere auch, na selbstverständlich, einfach ein, wie auch beim letzten Mal. Zack, erstmal nehme ich das zum Festhalten raus. Und dann ziehen die kleinen Tierchen hier jetzt ein. Hui. Zack. Hui, eine wollte nicht raus. Eine ist hängen geblieben. Gar kein Problem, kommt jetzt hinterher. Hervorragend. So, Tüte direkt entsorgen. Und ich setze den Rest ein. So, meine lieben Freunde, die Tierchen sind drin. Wir haben jetzt die Blue Jelly Garnelen, Red Fire Sakura, Blue Dream, Green Jade, Bloody Mary Garnelen heute einziehen lassen. Die Tiere, ich schau mal, ja, fangen direkt auch wieder an zu fressen, so wie auch im letzten Video bei den Red Bees und den White Pearls. Auch den blauen. Bei den grünen haben wir tatsächlich leider 1, 2, 3... Hier, ja, ein paar mehr Ausfälle. Ich weiß nicht, woran es liegt. Muss ich nochmal nachschauen. Ich hoffe, jetzt in dem Aquarium fühlen sie sich wohl. Ich werde jetzt gleich ja, die Ausfälle raussammeln. Die hatten einen langen Transportweg tatsächlich. Ich glaube, das lag einfach daran, das haben die nicht so mitgemacht. Und bei den da oben bei den Wildfire Sakuras sieht auch erstmal alles ganz gut aus. Ja, bewegen sich, sind unterwegs. Hast du schon Eier? Nee, trägt noch keine Eier. Also, das wird nochmal richtig interessant. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall, also im nächsten Video selbstverständlich sowieso wieder, auch im Livestream. Aber wenn ihr natürlich Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden jetzt die nächsten Wochen halt auf die weiteren Besatzjahre eingehen, aber auch um die Zucht, Selektion und einfach auch ja, ein bisschen Gestaltung, dass hier halt überall nochmal ein paar Wurzeln reinkommen. Das wird auf jeden Fall die kommenden ja, Wochen auf dem Kanal kommen. Deswegen abonnieren und Daumen nach oben geben, falls dir das Ganze gefällt. Und vergiss nicht mehr, schaust du gerne TV, wirst auch du gerne den Schlauch. Mein Name ist Lukas Müller. Ciao, bis dann.